da bin ich auch schon wieder. Ich lese euch noch ein Kapitel aus Henry vor. Und zwar das zweite Kapitel. 16. Geburtstag. Dieser Tag ist etwas Besonderes. Jeder im Land fiebert dem entgegen. Es ist der Tag der Prüfung. Sobald jemand bei uns 16 Jahre alt wird, gibt es eine 24-stündige Prüfungszeit. Niemand kann dabei durchfallen, aber es wird herausgefunden, was in einem schlummert und welchen Ort man als erstes aufsuchen sollte, falls man dazu fähig ist. Einen Tag vor meinem Geburtstag wollte ich noch einmal für mich sein, meine Welt noch einmal erkunden. Ich holte mein Pferd Pipe aus dem Stall und ritt einfach los. Mir ging zu viel durch den Kopf. Wo würde man mich hinschicken? Werde ich meinen Schützling finden? Kann ich ihm helfen oder scheitere ich? Gewiss war ich nicht der Erste, der sich all dies fragte. Doch lastete auf mir ein gewisser Druck. Als Prinz war es meine Pflicht, meine Mission vorbildlich zu erfüllen. Ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen. Meine Geschwister wurden immer mit viel Getöse zurückempfangen. Und wenn jemand schadete, war es oft sehr bitter. Während ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, entdeckte ich abseits meines Weges eine Gestalt. Ich konnte nicht erkennen, wer es war, aber es sah fast so aus, als wäre derjenige gestürzt oder verletzt. »Hallo«, sprach ich, als ich näher kam. »Bitte helft mir«, entgegnete eine weibliche, weiche, liebliche Frauenstimme. Ich sprang vom Pferd und eilte zu ihr. »Was ist geschehen?« Die Frau wirkte etwas verstört und blass, aber sehr liebreizend. Sie saß auf einem Felsen und hielt ihr Bein umklammert. Ihr Kleid war feucht und schmutzig. Es hatte in der Nacht zuvor geregnet. Wahrscheinlich war sie wirklich schon sehr lange hier. Zu lange, nahm ich an. Ihre Haare hatte sie unter einem Tuch versteckt, aber das half nicht wirklich vor dem Regen. »Darf ich?«, fragte ich vorsichtig nach und kniete mich nieder. Langsam nahm sie ihre Hand weg und ich entdeckte eine tiefe Schnittwunde an ihrer Wade. »Ich bin mir nicht sicher, was geschah. Mein Pferd warf mich ab und ich schnitt mir mein Bein an einem scharfen Stein. Ich muss wohl ohnmächtig geworden sein, denn als ich erwachte, war mein Pferd verschwunden. Ich rabbelte mich auf und setzte mich hier hin. Ich ging zu meiner Satteltasche und holte etwas zum Verbinden daraus und reichte der Frau eine Trinkflasche. »Wie ist dein Name?«, wollte ich nun erfahren. »Ich weiß es nicht«, sprach sie verzweifelt und blickte mir in die Augen. Fast hätte mich ihre warmen, großen, braunen Augen umgehauen. Ich schaute sie etwas genauer an. Ihr Gesicht war schmutzig, aber sehr schön. Sie hatte volle Lippen. Nachdem ich ihr Bein versorgt hatte, stand ich auf, nahm vorsichtig das Tuch ab und sah mir ihren Kopf ab. Tatsächlich konnte ich am Hinterkopf Blut entdecken. Das Kopftuch war ruiniert, sowohl von der Feuchtigkeit als auch vom Blut. Der Stoff war sehr dunkel, daher kannte ich es beim ersten Blick auch nicht. Ihre Haare waren verklebt, aber ich konnte erkennen, dass sie braun waren. »Ich bin Henry. Ich bringe dich jetzt ins Schloss. Dort wird man sich um dich kümmern und wir finden heraus, wer du bist«, versprach ich. »Schloss?« »Ja, nicht weit von hier«, ich deutete in die Richtung. Eigentlich war es von jeder Seite aus zu erkennen. Die Wunde an ihrem Kopf konnte ich nicht richtig behandeln, aber ich konnte die Blutung stoppen, indem ich einen Druckverband anlegte. Einer meiner Lehrer hat es mir eins beigebracht. »Kannst du aufstehen?« Sie nickte und ich half ihr dabei. Mit einer solchen Kopfverletzung sollte man natürlich nicht reiten, aber uns blieb nichts anderes übrig. Ich wollte nicht riskieren, sie alleine zu lassen. Im Nachhinein weiß ich, wie riskant und leichtsinnig ich damals war. Womöglich stand ich selbst unter Schock und habe einfach intuitiv gehandelt. Irgendwie schaffte ich es, sie auf mein Pferd zu bekommen. »Pipe, bitte reite vorsichtig und bedacht«, flüsterte ich ihm zu. Ich nahm eine Abkürzung und war nach einer halben Stunde am Hof. Sofort kam eine Wache zu mir und schilderte, was geschah. Schnell war das Mädchen auf der Krankenstation. Man versprach mir, mich zu informieren, aber daraus wurde leider nichts. Denn als ich das nächste Mal nachfragte, meinte der Arzt nur, ich solle mit dem König sprechen. Ich fand das sehr merkwürdig. Den ganzen restlichen Tag habe ich mich im Schloss aufgehalten. Das Mädchen ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwas gefiel mir an ihr nicht. Was, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie hatte zwar wunderschöne Augen und eine liebreizende Figur, aber etwas nagte an mir. Ich hatte das Gefühl, als wäre sie nicht zufällig dort gewesen. Das war das zweite Kapitel von Henry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Meine kleinen Versprecher, tun mir leid. Aber es ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Versuch gewesen. Und ich dachte mir, naja, ich bin ja kein Roboter. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Nun wünsche ich euch einen schönen Tag und ich werde später nochmal was vorlesen, denke ich. Oder an einem anderen Tag. Bis dann. Ciao.